heute in Karlsruhe, das ist Abstiegskampf pur. Es wurde mal wieder richtig hitzig im Wildpark, das kann ich Ihnen schon versprechen. Karlsruhe in Blau unverändert gegenüber der letzten Woche. Düsseldorf aufgrund von Sperren und Grippe leicht verändert. Dumm und Costa rückten in die Startelf. Fünfte Spielminute, Zimmermann. Langenecke wehrt zentral ab. Michael Mutzel sagt Dankeschön. Erste Netzberührung nur von der falschen Seite. Der KSC machte Tempo, engagiert, motiviert. Lukinja mit dem Handspiel kurz vor dem 16er. Gefährliche Position, das weiß auch diese Dame. Parteitag in Erwartung. Mutzel, schwach. Mutzel nochmal. Iashvili auf der rechten Seite. Staffel steht da. Nochmal Iashvili. 10. Spielminute, 2. Chance, KSC. Und wieder ein Freistoß für die Karlsruhe. Langenecke hat die Terrazino gelegt. Buckley wird ausführen. Darren Buckley als Linksfuß. Jetzt ist es soweit. Ball freigegeben und da schepperte es. Schon wieder Alu, dachten sich die Badener. Zum 18. Mal in dieser Saison. Und in dieser Wertung sind sie Tabellenführer. Wären diese 18 Alu-Treffer reingegangen, der KSC hätte sage und schreibe 10 Punkte mehr auf dem Konto. Wir haben es ausgerechnet. Der Herr mit der blauen Mütze, aus dem ich nun mal Rentnerblock. So ein Mist. Fortuna, ach ja, die gab es ja auch noch. In der 19. Minute erstmals gefährlich. Ilse beim Eckstoß und der Ball kommt zu Costa, auch Alu. 1:1 nach Aluminiumtreffern. Das Spiel flott und abwechslungsreich. Und selbst harmlose Szenen hatten es in sich, wie hier. Rataitschak scheint alles im Griff zu haben. Chrysantos setzte hier nach und Rataitschak schnappte sich den Ball möglicherweise außerhalb des 16ers. Selbst die Zeitlupe lässt keine genauen Schlüsse zu, aber es sah so aus, als wäre der Ball draußen gewesen. Wieder Seitenwechsel, Eckball, Ilse. Rösler ist da, völlig frei, Riesenchance, eigentlich kann er Kopfbälle, aber hier verpasste sein Kopf den Ball, sodass sein Arm die Situation, sagen wir es mal, entschärfte. Die klarste Chance für Düsseldorf bislang, in der 22. Minute. Freistoß von Kajczak. Lamberts gegen Zimmermann. Und Düsseldorf etwas halbherzig, auch in dieser Szene. Langenecke lässt sich den Ball abknüpfen von Iashvili. Terrazino legt quer zu Chrysantos. 8. Saisontreffer und wichtig, wichtig, der KSC in Führung. Sehr zum Leidwesen von Oberhausen und Osnabrück. Vorentscheidend dieser Zweikampfgewinn von Iashvili gegen Langenecke. Und dann Terrazino mit Übersicht, 3. Torvorlage im 9. Einsatz und Chrysantos, der Nigerianer, vollendete. Chrysantos Leihgabe des HSV, der Leihvertrag endet im Sommer, mustergültig bedient von Terrazino, die beiden 20-Jährigen im Zusammenspiel. Und unser Mützenrentner mittendrin, Jubel gibt's jetzt, klar, und dann Mütze hoch und Mütze wieder rauf, weiter jubeln. Der KSC drückte, setzte nach, wollte noch mehr. Terrazino im letzten Moment von Langenecke gebremst, es gab Eckball. Buckley, zuständig für Eckstöße. Iashvili kommt kurz gelaufen, Buckley nochmal. Da hinten steht Langkamp, 2:0, Matthias Langkamp. 3 Minuten 43 Sekunden nach dem Führungstor, das 2:0 für die Badener. Und es sah so aus, als sei die Vorentscheidung gefallen. Freude bei der Champagner-Fraktion. Fortuna hatte geschlafen, als Buckley den Eckstoß kurz ausgeführt hatte. Beister und Lamberts reagierten zu zögerlich. Und dann auch Lukinja gegen Langkamp. Stark gemacht von den Karlsruhern.
schläfrig die Düsseldorfer. Unser Freund der Rentner, altes Ritual, Mütze hoch, Mütze runter und dann der Blick zur Anzeige. Guck mal, das waren nur 3 Minuten Unterschied. Verrückte Geschichte. Mein Gott, wäre doch nur schon Halbzeit, Norbert Meyer. Aber das war's noch nicht. Es läuft die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der fleißige Mutzel wird gleich zu einer... das tat gut. Chris Santos, er hatte das 1:0 für Karlsruhe erzielt, nach Vorarbeit von Terrazino. Hier haben wir's. Und kurz darauf von Matthias Langkamp das 2:0. Uiuiui, guck mal, dunkle Regenwolken kommen da, dunkle Wolken, aber das macht mir überhaupt nichts aus. Bei mir gerät nichts in Unordnung. Und dann waren sie da, die Wolken, und weinten sich über den Wildpark aus. In der zweiten Hälfte zunächst viel Leerlauf in der Partie. Der KSC verwaltete das 2:0, Fortuna nur mäßig engagiert. Wir sind schon in der 74. Spielminute. Sascha Rösler, der gefiel mir noch am besten in der Offensive, vergeben. Und dann die Schlussphase. Phineas langer Ball. Robles kommt raus. Rammt, beißt er um. 11 Meter. Beide blieben benommen liegen, konnten aber weiterspielen. Und dieser Elfer war so klar wie Leitungswasser. Da gibt es keine zwei Meinungen. Einfach umgerannt. Langenäcke, ein sicherer Schütze von 9 Elfern in Liga 2, 8 verwandelt. Und sein Gegenüber, Robles, er kann jetzt zum Helden werden. Oft kritisiert worden in der Vergangenheit, jetzt kann er über sich hinauswachsen. Aber Langenäcke ist Mr. Elfmeter in Person. Aber nicht heute, klasse gehalten vom Keeper. Und der wurde gefeiert, ist doch klar. Robles war schon zu weit geflogen, aber mit dem Bein, mit dem Fuß hatte er gegen Langenäcke gerettet. Und er wurde geherzt, als wenn er der Matchwinner sei in dieser Partie. So sah es ja auch aus. Ebenso auf der Tribüne. Dort wurde gejubelt über diesen gehaltenen Elfmeter. Und unser Rentner war in Bestform. Er warf die Arme weg und sagte, die Düsseldorfer kommen nix. Jetzt haben wir es geschafft. Aber es gab ja den Eckball danach, nach dem Elfer. Ilse Bröker ist da, Anschlusstor. Wie Kai aus der Kiste. Bröker, nach 66 Minuten war er für Costa eingewechselt worden. Kam völlig ungehindert an den Ball. Das alte Leid des KSC, Schwächen bei Standards, da waren sie wieder. Staffelt und Robles sahen nicht gut aus. Und plötzlich war Düsseldorf wieder in der Partie drin. Unser Rentner bekam den Mund nicht zu. Entsetzen. Geht das doch noch schief? Freistoß Fortuna, 86. Minute. Sascha Rösler. Nochmal Sascha Rösler. Das wäre es gewesen. 83 Minuten lang hatte Düsseldorf nahezu tatenlos zugesehen. Jetzt waren sie wieder in der Partie. Noch waren ein paar Minuten zu spielen. Der KSC taumelte. 90. Minute. Eckball Sascha Rösler. Düsseldorf Bester. Und da ist Ilse. Und macht das 2:2. Unglaublich. Was für ein Nackenschlag für den KSC. Ilse mit dem Treffer. Und wieder der KSC nach Standard. Wieder nach einer Ecke bezwungen. Die Badener kriegen diese Standardprobleme nicht in den Griff. Aber wie schlimm ist das für die Karlsruher? Oberhausen verloren, Osnabrück verloren. Ein Dreier wäre der fast sichere Klassenerhalt gewesen. Nun stecken sie wieder mittendrin. Und die KSC-Fans...